Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Mein Stuhl knetert und ich nehme euch jetzt mit in den sechsten Teil dieses Junk Journal Notizbuchs. Ihr erinnert euch, wir hatten ja das Cover gestaltet. Jetzt mag ich gerne ein bisschen Licht. Das Cover gestaltet, mit Mod Podge bearbeitet. Es ist jetzt wesentlich fester, trotzdem noch elastisch genug. Wir haben den Innenteil gemacht. Und wir sind gerade dabei, die Cover für die Signaturen zu gestalten. So, heute möchte ich euch einfach mitnehmen, hier an den Signaturen weiterzuarbeiten. Das Cover lege ich jetzt vorerst zur Seite. Im besten Fall kommen wir in diesem Video noch zu dem Cover. Wenn es allerdings so ist, dass das Video wieder sehr lang wird, ich hätte nicht gedacht, dass wir es mit 6 Videos hinkriegen, das Buch zu bauen, dann ja, könnte es wahrscheinlich noch ein weiteres geben. Wenn es zu lang wird, also ich werde versuchen, nicht Videos über eine Stunde zu machen. Das könnte den einen oder anderen an den Rand des Wahnsinns treiben. So, vorbereitet haben wir die beiden Cover oder die Innencover der Signatur. Wir haben auch beide schon so ein bisschen was Intus. Und jetzt sollen auf die Vorder- und Rückseiten diese Sprüche. Diese Sprüche in ein bisschen ja unterlegter Form. Also ich wollte jetzt nicht einfach so da drauf klatschen. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen was zusammengesucht, mit dem wir wahrscheinlich ganz guten Job machen können, indem wir, sagen wir mal, nicht nur den Spruch, sondern auch noch so ein bisschen Tüdelü drumherum hier auf das Cover bringen. Ich fange jetzt erstmal an, hier zu reißen. Und auch hier ist wichtig, wieder die schöne Kante quasi nach unten drücken, die man schön haben will. Die Kante, die jetzt, sagen wir mal, egal ist oder nicht ganz so wichtig ist, wie schön sie gerissen ist, die zieht ihr nach oben. So, und ich habe mir immer noch nicht meine Nägel ablackiert, muss ich gestehen. Ich denke mal, das nächste Video wird mit hübschen Nägeln sein. Vermutlich, wer weiß. Genau. So, jetzt versuche ich hier relativ eng drumherum zu reißen. Ich hatte ja schon gesagt, Gilding Wax könnte hier eine schöne Sache sein, um das zu hinterlegen. Und ich glaube auch, dass ich das Thema vom Cover nochmal mit reinbringe, mit den Herzchen, aber nur so in ganz, ganz abgeschwächter Form. Und ich habe hier noch so ein bisschen altdeutsche Schrift aus einem Goethe-Buch. Keine Angst, ich hatte das doppelt. Und ich habe auch noch ein paar Noten. Die könnten uns an der Stelle weiterhelfen. So, und jetzt kommt es wirklich drauf an. Und das ist jetzt on the fly, nicht vorher zurechtgelegt und ausprobiert. Das heißt, ich werde jetzt hier live mit euch gucken, was passt, und ja, wenn ich irgendwas zusammenschuster, was irgendwie blöd aussieht, dann kommt es dann auch instant weg. Weil, ja klar, ich kann alles vorher ausprobieren, was ich hübsch finde, und euch dann präsentieren, von wegen, hey, guck mal, das habe ich so und so gefunden. Hier an der Stelle geht es tatsächlich mal um den Prozess, wie komme ich dahin, etwas, ja, eher so eine Collage, beziehungsweise so einen Stapel zu bauen. Ja, also wie komme ich zu einer Entscheidung, ob ich es schön finde oder nicht? Da dachte ich mir, das Video ist ja eh schon so elendig lang. Oder jetzt sind wir mittlerweile im sechsten Teil. Dann kommt es da darauf auch nicht mehr an. Ne? Also dann kann ich tatsächlich auch euch zeigen, wie ich zu dieser Entscheidung komme. So, 2 von 4. So, einmal müsste eine Rascheln ertragen. Ich hoffe natürlich, dass man meine Stimme nebenbei noch ein bisschen hört. Zurückgegebenermaßen von der etwas kürzeren Nacht ein bisschen tiefer gelegt. Klappt das hier mit diesem Packpapier total super mit dem Reißen? Ich liebe Packpapier. Ich habe auch schon die abgefahrensten Sachen damit gemacht. Eigentlich findet sich bei mir in jedem Junk Journal irgendwo ein Quäntchen Packpapier, weil es einfach so ein geiler Werkstoff ist. Kann man gar nicht anders beschreiben. Vor allen Dingen geknüdeltes Packpapier. Ne? Ich habe ja sowieso ein Faible mit geknüdelten Sachen. Geknüdeltes Packpapier ist großartig. So, jetzt haben wir hier diese vier Herzchen. Ich muss natürlich gucken, was kommt oben aufs Cover, was kommt nach hinten. So, Possibility haben wir hier. Was passt wozu? World of Reality. Wahrscheinlich passt das so ganz gut zusammen, dass es nicht so gleichförmig ist vom Spruch her. So, und was ich mir jetzt vorstelle, ist, dass hier
vielleicht so eine Reiskante unter so einem Teil ist und gegebenenfalls noch ein bisschen Schliff. Das heißt, ich habe ja schon eine Reiskante, allerdings ist sie andersrum gerissen. Das macht an der Stelle überhaupt keinen großen Unterschied. Wenn ich mir jetzt hier auch wieder gucke, dass ich das Reißen so mache, dass ich jetzt hier wieder die schöne Kante habe. Ihr seht, ich drücke hier runter und ziehe hier hoch. So, ihr seht ja, wenn ich das jetzt hier so mache, oder, ne, eigentlich, ganz happy bin ich damit noch nicht. Vielleicht ist das auch einfach zu groß. Das gefällt mir schon so ein bisschen besser. Gegebenenfalls, so jetzt, ich das ein bisschen notenklimpen. Das war ja ein fröhliches Journal, sonst ist, da kommen wir tatsächlich, ja, ich sehe schon, ich glaube, ich brauche neues Musikpapier. Gucken wir doch mal, was wir hier so beieinander bekommen. Warum eigentlich nicht? Ich nur hier so ein bisschen den Rand kriselig kriegen. Das Gute an so einem richtig euren Notenpapier ist, das brauchst du nur angucken und es fällt schon halb auseinander. So. Das heißt, es hat eine ziemlich geringe Stabilität in sich selbst. Das gefällt mir zum Beispiel schon ganz gut als Cluster. So, jetzt habe ich mein Handy nicht auf Flugmodus gestellt. Das heißt, alle Anrufe und Textnachrichten, die jetzt reinkommen, die kriegt ihr wahrscheinlich durch ein Brummen mit. Shit happens. Der Römer so sagt. So, jetzt könnte ich natürlich hier in dieser Art weitermachen. Und ja, ich habe von jedem Papier noch was. Man muss mal gucken, wo. Jetzt könnte ich das Reality-Ding genauso aufbauen und vielleicht dort mal so ein Gegenstück reißen. Also diese Papierseiten, die sind. Oh, ist tatsächlich nur eine. Unglaublich. Die sind natürlich auch sehr, sehr schön, auch sehr fragil. Und das liebe ich an diesen Seiten. Also entweder machen wir das so rum. Ja, das gefällt mir ganz gut. Irgendwie brauche ich ja noch so ein bisschen Faden dazu oder so. Das, sieht doch insgesamt ganz witzig aus. Gott, witzig ist auch so ein geiles Wort. Nun gut, wir lassen jetzt dabei. Das große Teil muss ich noch irgendwie mit Herzchen bespaßen. Vielleicht kann ich das hier wieder so nehmen. Und dem Ganzen. Dem Ganzen gebe ich diese Möglichkeit, glaube ich. So, jetzt habe ich da oben diese Gerade. Also ich möchte natürlich diese Gerade nicht sichtbar haben. Das heißt, ich werde versuchen, hier oben etwas zu finden, was dagegen läuft. Möglicherweise kriege ich das ja hier mit hin. Das also ein bisschen runder machen. Und dann
gucken wir mal, ob das hier so tut, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja auch nicht immer so, ne? Das muss eigentlich hier diesen Schnipsel überdecken. Mit der Kante da oben bin ich noch nicht fein. Das gefällt mir noch so gar nicht. Wir legen es erstmal ab. Das hier, das finde ich ganz, ganz okay. Vielleicht fehlt hier oben ein Fetzchen Musikpapier. Ja, bei Musikpapier, da möchte ich auch mal gerne so einen Notenschlüssel mit drauf haben. Das ist dann durchaus mein Anspruch. So ein, wenigstens ein Hauch von Notenschlüssel darf ruhig dabei sein. So, wenn ich das jetzt hier ein bisschen gerader mache, also das ist jetzt natürlich erstmal nur dahin gefuscht. Das kann ich, seht ihr meine Haare. So. Irgendwie so in diese Art. Trotzdem und weiterhin braucht es ein bisschen Faden. Also ich habe hier so ein bisschen weißen Faden. Gegebenenfalls muss man hier noch so ein kleines Tüdelü fabrizieren. Ich glaube, der Faden ist fast ein bisschen dick. Faden und eine halbe Perle oder sowas. Gut, schauen wir mal. Das Thema mit Live hier. Da möchte ich gerne noch ein bisschen altdeutsches Stück dabei haben. Das sieht doch ganz schön aus. Also das gefällt mir. Da bin ich fein mit. Ja, bei dem hier könnte vielleicht auch noch ein bisschen. Könnte. Unter dem Motto, es könnte es doch. So, schauen wir mal, wie das dann so aussieht, wenn ich das hier noch mal unterbeame. Ist dann sehr unruhig, dadurch, dass ich das so gestapelt habe. Müsste eigentlich da oben auch noch was rausgucken. Unfassbar großartige Reißtechnik. Naja, das ist dann so ein bisschen unruhiges Cluster, aber mein Gott, das kostet die Welt, ne? Gefällt mir. So, und jetzt ist natürlich, wäre es ganz angebracht, das Ganze zu distressen, weil dann einfach diese Abgrenzung in diesem Cluster viel schöner zur Geltung kommt. Und ja, wer macht denn das? Genau, die Liebe von Chanuki Art, die macht immer so schöne Sachen und packt dort Faden und Perle oder so eine, sag ich mal, Liquid Pearls dazu. Und setzt damit einfach nur noch so einen kleinen Knuddel und Akzent, indem sie da einfach so ein kleines Nest baut. Ich nenne es jetzt mal Nest, ich glaube, das trifft ganz gut. So, um es nicht zu unruhig zu machen, nehme ich jetzt einfach die gleiche Farbe. Und zwar wieder Vintage Photo, um das Ganze hier zu distressen. Distress ist auch nicht so krass, dass es dann mal nicht, dass ich nicht das komplette Packpapier färbe, sondern ich versuche wirklich diesen aufgerissenen, aufgerubbelten Rand hier zu erwischen. So. Normalerweise würde ich jetzt von diesen Clustern ein kleines Foto machen, um sie danach wieder so zusammenzubekommen, wie ich sie jetzt hatte. Das funktioniert natürlich schlecht, wenn man mit dem Handy aufnimmt. Der Trend geht zum Zweiten hinein. Spaß beiseite, das geht auch so. Also es wird jetzt wahrscheinlich anders, aber anders schön. So. Ganz einfache Kiste.
wenn man erstmal die Teile zusammen hat, die man irgendwie clustern möchte, ja, dann kommt halt nicht genau das raus, was man erstmal gelegt hat, aber irgendwas in der Art. So, ihr seht, hier kommen diese Reißkanten mit der Distress Ink ganz gut zur Geltung. Ja, ein weiterer schöner Effekt ist dann noch, also da überlege ich tatsächlich, ob ich das mache, mit, sag mal, Acrylfarbe, ein bisschen, sag mal, verflüssigte Acrylfarbe, also einfach mit ein bisschen Wasser beschmieren oder verschmieren, ein paar schwarze Akzente, also ein paar schwarze Kleckse darüber zu ziehen. Das sieht immer ziemlich gut aus, braucht allerdings etwas länger, um zu trocknen, wenn man einen richtig dicken Acrylklecks oder Tropfen halt mit auf dem Blatt hat. Vielleicht ist das ja noch eine Maßnahme. Schauen wir mal so. Also es gibt einfach so richtig schöne kleine Mini-Deko-Ideen. Man einfach so einen kleinen Mini-Akzent setzt und das ganze Ding sieht einfach so viel runder und schöner aus und individueller. Also zum Beispiel diese kleinen Fadenester, ne? Also die sehen einfach immer total. Ja, keiner kommt auf die Idee, irgendwie so einen Fadenknüdel als Nest irgendwo aufzukleben und dann noch eine Perle reinzusetzen. Der ist aber richtig gut. So. Was ich noch als interessante Sprühfarbe habe, und da bin ich durch Zufall drauf gekommen, habe ich auch einige Journal-Seiten irgendwie mit bespaßt, mit Sprühpunkten. Wir haben im letzten Jahr T-Shirts gefärbt, Geburtstag meiner Tochter, und haben auch unter anderem Schablonen benutzt und schöne Schablonen einfach auf T-Shirts gefärbt oder auch schöne Sprüche und so. Und ich hatte zusätzlich als, Deko oder sag mal, noch Verschönerung von dem ganzen Kram, habe ich noch ein bisschen Sprühfarbe gekauft, Gold, Silber und zwei Blautöne. Und eigentlich ist es Textilfarbe, aber jetzt habe ich festgestellt, dass die Textilfarbe natürlich auch auf Papier super färbt und eine echt gute Farbtiefe hat. Das heißt, da habe ich einiges in so einem schönen Blau, Türkis, Gold und oder Silber mit gefärbt und das ist echt klasse. Also klar, man kann es auch mit Aquarellfarbe machen oder sich Distress oder Spray Stain und so weiter und so fort kaufen. Das geht, aber manchmal hat man noch irgendwas im Haus, was so angelehnt an eine Bastelfarbe auch funktioniert. Die Klamottenfarbe echt super gut. Werde ich euch bei Zeiten auch nochmal zeigen, was ich damit angestellt habe. Unter anderem habe ich auch so ein bisschen in dem Fotoalbum drin rumgehext, was ich ja auch gerade noch mache. So, gleich habe ich die Cluster fertig und dann kommt der Kleber wieder raus. Ich habe jetzt schon seit fast 12 Stunden keinen Kleber mehr in den Fingern gehabt, das geht doch gar nicht. Wie kann man so leben? Einmal am Tag muss man mindestens klebrige Pfoten haben. Ja. So, jetzt muss ich mir natürlich nur noch überlegen, was auf die Cover kommt und was auf die Rückseiten. Wie macht ihr das? Packt ihr das, was wirklich euer absolutes Favorite, euer absolutes Highlight? Wohnt das immer auf der Frontseite? Da packt ihr es auch manchmal so, dass es quasi wie so ein Hidden Champion irgendwo im Hintergrund schlummert und dann erst entdeckt werden möchte. Also ich neige natürlich immer dazu, die Sachen, die ich besonders schön finde oder besonders ansprechend, die auch nach vorne zu holen. Und dann einfach quasi aufs Cover oder vielleicht auch direkt aufs erste Cover hier zu beamen. So, ich hatte vorher noch was von, sag schon. Schätzing, steht da ja. Gilding Wax. Ich habe ja vorher noch was von Gilding Wax erzählt. Dieses Gilding Wax werde ich jetzt benutzen, um, die Hauptsprüche noch ein bisschen zu untermalen. Oder, das untermalen. Ein bisschen hervorzuheben aus diesem Cluster. So, und ich werde auch erst die Cluster zusammenkleben, um es dann auf der Seite zu platzieren. Warum, erkläre ich euch auch gleich. Jetzt
will ich erstmal eine Arbeit nach der nächsten machen. Ich bin heute Morgen noch ein bisschen sequenziell unterwegs. So, wir haben die Sprüche in ihren Cluster-Wohnorten. So, und jetzt nehme ich das Gilding Wax. Dann werde ich mir wieder schön die Finger einsauen. Das hält wieder ein bisschen. Jetzt gehe ich einfach nur hier um den Rand. Ich weiß nicht, ob ihr den Schimmer hier vernünftig seht. Es ist wirklich, es geht nur um dieses bisschen Schimmer. Ich mache da nicht viel drauf, sondern einfach wirklich hebe den Rand hervor. So. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das ist wirklich, es kommt dann darauf an, wie man die Seite anpackt oder dreht oder wie die Lichtverhältnisse sind. Wenn man da drauf guckt, dann sieht man den Schimmer oder man sieht ihn halt nicht, sondern sieht einfach nur ein bisschen stärker distressed Rand. Beides ist fein, also es muss nicht immer gleich alles direkt anspringen. So. Ja, ich bin total gespannt, was ihr zu diesem Geschmiere und Gekleckse hier sagt. Fällt mir auch gerade ein, ich müsste auch nochmal irgendwie einen Insta-Post machen zu meinem neuesten Video. Ich vergesse immer, die Sachen so gleich zu schalten. Das ist ganz schön herausfordernd, so die ganzen sozialen Medien zusammenzupacken. Und gerade mal Facebook habe ich noch gar nicht angepackt. Also klar, im privaten Umfeld schon. Ich bin mit vielen alten Freunden da in Kontakt. Allerdings habe ich es noch nicht für meinen Varaya-Kanal hier gehoben. Das sollte ich vielleicht auch nochmal tun, weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Medium, um einfach auch so in Austausch zu gehen. Das ist bei YouTube ja so ein bisschen schmaler gehalten. Also, das heißt gehalten. Wir alle halten uns ein bisschen schmaler bei YouTube dort zu kommentieren. Warum auch immer. Habe ich so nicht bestellt. Aber es geht mir ja genauso. Also klar, ich kommentiere auch hier und da mal. Aber natürlich weit nicht so viel, wie ich das irgendwie bei Insta zum Beispiel tue. Und Facebook ist ja sehr ähnlich zu Insta an der Stelle. Das ist einfach so, dass Nutzerverhalten angeht. Jetzt bilde ich mir das ein. Zumal das dann natürlich bei Facebook auch noch ein bisschen mehr Inhalt hat. Bei Insta ist ja schöne Bilder mit ansprechendem Text. Bei Facebook hat der Text viel mehr Relevanz. So wie ich mir das so zurechtlege. So Leute, wie seht ihr das hier? Das ist ein bisschen zusammengeschoben, das so drauf. Mir gefällt es. Das hat so ein bisschen was von wie den Vogel eigentlich. So, jetzt klebe ich hier erstmal die Ecke einfach dran, dass dieses Cluster hier schon mal zusammenhält. Ja, gut. Man sollte es nicht auf die Unterlage kleben, ist uncool. Jetzt möchte ich das hier so draufsetzen. So. Hole ich mir das ja auf jeden Fall erstmal dahin, wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich das Ding da drauf klebe. Auf jeden Fall hier, die Kante wird überdeckt und jene Kante wird auch überdeckt. Das heißt, ich kann mir das hier schon mal so zusammenholen, ohne dass hier hart irgendwas absteht. Hole ich mir das dann hoch. Noch so ein bisschen Kleber mit dazu. So, ein bisschen was dahinter. Dann hält das auch fein. Da war sie wieder die Panik, dass irgendwas auseinanderfallen könnte. So, Cluster Nummer 1. Denke ich, kann sich sehen lassen. Cluster Nummer 2. Was wollte ich nochmal wie überdecken? Ich glaube, das war so mittendrin, ne? Das hier muss auf jeden Fall sichtbar sein. Könnte ja auch anders sein, ne? Why not?
jetzt gehe ich einfach mal da drunter. Ihr seht jetzt zwar nicht so viel. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie man mit einem Pinsel unter ein Blatt geht. Das ist durchaus in jeder Vorstellungskraft möglich. So. Jetzt bringe ich nur noch oben die Kante. Ja. Es ist bisweilen recht anstrengend, gleichzeitig zu basteln und euch dazu was Schönes zu erzählen. Aber mühsam. Ein jetziges Eichhörnchen und Übung macht den Meister. Wenn man schon beim Phrasenschwein ist, ne? Irgendwann wird alles gut. So, Spaß macht es auf jeden Fall, aber es ist tatsächlich anstrengend. Kann ich nicht anders sagen. Und jeder, der sagt, ja, mir geht mein YouTube-Kanal so leicht von der Hand und ich weiß, kann das alles so easy und ich habe da gar keinen extra Aufwand mit, dass ich Videos mache. So ein Blödsinn. Also, dass es Spaß macht, jo. Okay, gekauft. Das ist funktioniert. Hm. Auf jeden Fall. Aber leicht von der Hand. Da habe ich doch tatsächlich meine Zweifel. Ja, das gefällt mir. So, jetzt war immer noch das Ding. Ich weiß gar nicht, wer von allen YouTubern das war, der sagte, mach die Sachen rückwärts. Also quasi fang oben an zu kleben und dann nimmst du immer das Geklebte wieder hoch. Ja. An sich eine gute Idee. Jetzt kommt das Aber. Das klappt nicht immer so hundertprozentig, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt habe ich die beiden Dinger. Und jetzt wollte ich das hier so rüber beamen, ne? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass ich das so machen wollte. Bleibst du da, wo du bist? Bist du. So, also hier wollte ich den Teil überdecken. So, jetzt haben wir das Cluster hier erstmal beieinander. Jetzt wälzt sich das hier und da ein bisschen. Ziehen wir mal gerade. Da kommt ja auch noch was in die Mitte. Kann man ja auch noch mal dazu sagen. So. Das Schöne an dem Kleber ist tatsächlich, man kann hier noch so ein bisschen rumrutschen. Und kann auch ein bisschen korrigieren, bevor man das Ganze wirklich festsetzt. Sieht nach dem Cluster aus, ist genehmigt. Ja, dann haben wir nämlich das letzte noch übrig. Letzte Cluster. Man sollte immer darauf achten, dass man sein Stöhnchen nicht auf die Arbeitsplatte oder auf die Unterlage klebt oder mal so hart anklebt, dass man es nicht wieder loskriegt. Das ist mir auch schon passiert, denn das ist so richtig schön eingetrocknet. Und dann durfte ich dann hinterher meine Unterlage nehmen und um mein Projekt vorsichtig drumherum schneiden. Und dann hat das Projekt ein bisschen Dicke erfahren. Dicke qua Arbeitspapier. Das Zeug, das habe ich übrigens, das ist so ein mattes Papier, habe ich in so einer Riesenrolle von IKEA gekauft. Irgendwann mal tatsächlich für meine Tochter zu malen, als sie klein war, so ein quasi so eine Rolle Endlospapier. Also echt endlos ist es ja nicht. Aber ordentlich Papier von annehmbaren Preis und es ist noch matt. Das ist hier das Schöne an der Stelle, dass ich euch hier eine matte Unterlage bieten kann, auf der die Videos laufen. So. Das heißt, es spiegelt nicht und ja. Ihr wisst, was ich meine. So, wie gefällt uns das denn? Bringen wir das hier wieder hoch. Das gefällt mir. Jetzt folgen wir mal dem Tipp und machen es mal wirklich so, wenn es dann mal bleiben wird. Und ziehen wir einfach ein bisschen Kleber da drunter und drücken das an. Ich weiß, wer war denn das mit dem Kleber, die Teile rückwärts?
Hilf mir doch mal, wer bist du denn? Nein, ich glaube, das war. Ich weiß es nicht. Wenn es mir einfällt, packe ich es euch in die Videobeschreibung. Versprochen. Ist auf jeden Fall ein super Tipp. Man kriegt die Sachen dann eher so zusammen geklebt, wie man sie ursprünglich mal gedacht hat. Als wenn man das von oben einmal abnimmt und dann erst das Unterste hinlegt, dann das Obere draufklebt und so weiter und so fort. Das hat schon seinen Charme und seine Daseinsberechtigung. Manchmal braucht man einfach diese Tipps, die so aus dem, hey, die sind so einfach, diese, ja, hätte dann ja auch selber dran denken können, Tipps, ne? Manchmal braucht man die einfach, um sich das Leben zu verbessern. Man ist selber nicht drauf gekommen. Denkt hinterher, warum habe ich das denn nicht die ganze Zeit schon so gemacht? So, liebe Leute, jetzt haben wir unsere Cluster. Wir müssen feststellen, das Cluster ist hier größer als meine Seite. Ist aber an der Stelle zum Beispiel nicht so schlimm. Ich würde es hier nämlich draufpacken und hier hinten umschlagen. Das hat nämlich auch nochmal so einen eigenen Charme. Es ist nur die Frage, ob ich das dort oder dort mache. Ich glaube, ich mache es hier, weil hier nämlich diese Tasche ist. Und wenn ich das hier drauf bringe, sodass es, wenn man hier bündig ist, oder was heißt bündig, also hier abschließt, der Spruch gerade ist, machen wir es mal so. Aber warum nicht, wenn alles schief ist, kann der Spruch ja gerade sein. Dann knicke ich das hier einfach rüber. So. Dann haben wir hier drin nämlich noch diesen Fetzen. Hat das wieder so ein bisschen mehr junkigen Charakter. So. Gefällt mir. Also der muss auf jeden Fall vorne drauf. Ganz klarer Fall. Der ist ja so alltäglich, sag ich mal. Also den kennt ja jeder. Der hier ist fein. Also der gefällt mir so richtig, richtig gut. Und der ist, sag ich mal, nicht so alltäglich im Sprachgebrauch. Ich glaube, der gefällt mir vorne auch sehr gut da drauf. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Was macht man wohin? Experience. Ach, ich glaube. So. Auf jeden Fall die beiden nicht zusammen, das haben wir schon mal hingekriegt. Ja, ich glaube, die beiden machen wir so. Was man alles so glauben kann. So, jetzt kommt wieder der ganze Spaß mit dem Kleber. Auch hier werde ich sehr viel Kleber benutzen. Ja, und das Thema mit dem Tüdelnest, also mit dem Fadennest und der Perle oder dem Tropfen, da muss ich, glaube ich, echt noch eine Runde drüber nachdenken, ob ich das wirklich machen möchte oder nicht. Einerseits ist es echt verlockend. Andererseits hat man da die ganze Zeit was, was aufträgt und irgendwie, sag ich mal, so die Harmonie des Albums so ein bisschen stört. Was heißt das Album, also des Journals? Einerseits schön, wenn so eine Harmonie gestört wird durch so ein Chaos-Element. Das ist ja wirklich, anders kann man es ja kaum bezeichnen. Einfach so ein Knuddel mit Faden und Perle ist irgendwie ein Chaos-Element. Andererseits, ja, ich weiß nicht. Also man muss immer gucken, wen beschenkt man denn? Passt das zu demjenigen? Oder würde er denken, sag mal, hast du jetzt an der Pfanne? Also das Album oder das Notizbuch ist ja sehr süß. Aber was zur Hölle soll dieser Knüttel da? Na, deswegen immer gut aufpassen, wem schenkt man was? Wer kann wie viel Kreativität vertragen? Na, man kann nicht einfach jedem alles überhelfen und dann sind die Leute schockiert und finden das, was man bekommt oder was sie bekommen. Ganz nett. Nett ist bei uns so ein geflügeltes Unwort. Man kann alles sein. Freundlich, lieb, zuvorkommend, höflich. Herzallerliebst, aber nett. Naja. So, jetzt haben wir Teil 1. Ersten. Hier kommt der zweite. So, ich glaube, ich werde dann noch ein kurzes Flip-Through machen zu diesem Notizbuch. Also, dass man sich einfach, wenn man keinen Bock hat auf diese
einzelnen Videos, dieses stundenlange Craft with me. Und das ist wirklich schon stundenlang. Also wenn man da keinen Bock drauf hat, kann man sich ganz einfach dann ein Short-Flip-Through angucken. Weil, sag mal so, von dem Seiteninhalt her wird das Ding nicht so dolle. Es werden blaue Seiten. Ohne irgendwie Lö drauf. Das heißt, das Flip-Through wird sich hier auf die Cover beschränken. Einmal ein fixes Durchblättern der Seiten. Und da war es dann. Das wird so ein 4-5 Minuten-Ding, vermute ich mal. Dann kann man sich das ganze Gebastel und Gelaber sparen, wenn man da keinen Bock drauf hat. So, gefällt mir voll gut. Gefällt mir total gut. So, auch jetzt hier gehe ich erstmal bis zum Knick. Richte mir das. Die Gefahr, dass man sich da so einen kleinen Knuddel reinmacht an der Seite, sodass man quasi da was hat, was ungeplant oder unnatürlich absteht, die ist recht groß. Das heißt, erstmal wirklich die Seite ausrichten, bis die einem gefällt und dann erst richtig umknicken und richtig festkleben. Jedenfalls geht mir das so. Ich weiß nicht, ob ihr das alles in einem Atemzug hier vernünftig hinkriegt. So. Eben lecker angeklebt, hier Abstand. Ja, und das Thema Abstehen, ich meine, klar, natürlich kann und darf auch irgendwas irgendwo auf der Seite abstehen. Andererseits ist das halt immer eine Gefahr, dass man da irgendwie dran hängen bleibt oder es so umknickt, wie man es nicht haben will und es dann einfach blöd aussieht. Und das ist dann schade drum, wenn man, wenn man hier einfach das Buch lange benutzen möchte, ne? Wenn man da so eine Seite oder so eine Ecke, die einfach nicht so schön ist. Da muss man auch unweigerlich immer hinschauen. Also vor allen Dingen gerade, wenn man es selber gebastelt, selber erstellt hat, dann muss man unweigerlich da hinschauen, wo man so eine blöde Ecke reingehauen hat. So. Hier meinen Spruch gerade zu machen. So ein bisschen zu ziehen, dass hier dieses Teil nicht über die Kante kommt. So gefällt mir das. Braves Ding. So. Und jetzt können wir uns dem Umklappen hier widmen. Erst dann, wenn das andere richtig hält. Und auch Plan hier angedrückt ist. So, jetzt. Halt, du bleibst hier. So. Kleines, süßes Deko-Element. Darf da wohnen bleiben. Sehr schön, freut mich. Sieht gut aus. Und das Schätzchen hier, das passt wieder auf die ganze Seite. Also schön vollflächig einkleistern und rauf damit. Ach ja. Was denn am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen? Das stimmt. Ich finde einfach, wenn man morgens... Klar, vor der Arbeit ist schwierig. Wenn man morgens so am Wochenende oder was einfach sich einen Kaffee schnappt und so ein bisschen fröhlich losbastelt und dann was richtig Schönes gemacht hat. Also auch so ein Cluster hier, da freue ich mich mal drüber, wenn das so richtig sich so einfügt und hübsch aussieht. Dann läuft der Tag echt irgendwie besser. Also wird's bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht. Was müsst ihr erschaffen, damit euer Tag gut startet oder gut weiterläuft? Da irgendwelche Sachen, wo er sagt, boah, ich kann nicht ins Bett gehen, wenn ich nicht. Oder ich kann nicht vom Schreibtisch aufstehen, wenn ich nicht dieses und jenes erreicht habe, gemacht habe. Das ist einfach auch ein Gefühl von Zufriedenheit, wenn man irgendwie was gemacht hat. Ich meine, das ist total sinnlos. Also, was heißt sinnlos? Es ist, ob ich jetzt dieses Cluster da drauf klebe oder das Notizbuch ohne Cluster. Verschenke macht nicht viel Unterschied vermutlich für den Beschenkten oder die Beschenkte. Aber ich finde, das macht einfach total zufrieden, was Schönes erstellt zu haben. Also was einfach so im
fürs Auge schön ist. Diese Sprüche, die haben nicht viel Sinn. Sie wohnen da auf einem Cluster aus verschiedenen Papiersorten. Sie sind ganz fein, also ich finde, es sind schöne Sprüche. Aber sag mal, so richtig weiter im Leben bringen sie einen nicht. Und trotzdem macht Kunst Spaß. Das ist doch eigentlich verrückt. Gibt es das in der Tierwelt? Ich glaube nicht. So. Philosophie am Morgen. Wir haben die beiden Cover gemacht. Freude, Freude. So, was ich jetzt noch tun kann oder tun werde, ist, ihr seht den Teil und ihr seht auch die Taschen, die wir im letzten Video vorbereitet haben. Oder was das vorletzte? Ich weiß es gar nicht. Jetzt muss ich da mal gucken, ob ihr da tatsächlich seht, was ich hier gerade mache. Naja, auf jeden Fall so ein bisschen. So, die Taschen werde ich hier so draufsetzen. Jetzt wäre es natürlich recht und billig, wenn ich dieses Sternmuster auch in den Cover nochmal fortsetze. Ne? Also man guckt immer, oder Mann, wer ist eigentlich dieser Mann? Also ich schaue immer, dass ich, sag ich mal, die Muster, die ich irgendwo nutze, dass ich die irgendwo wiederfinden. Ne, ihr seht, die Herzchen haben wir hier in den Covern wieder. Ihr seht die Anker, die finden sich jeweils in den Teilen wieder. Und auch das Grün findet sich in dem und in dem. Ich werde hier noch ein grünes Bellybärnchen draufsetzen. Habe ich mir so überlegt. Und muss mir dafür eine Markierung setzen. Ja, da werde ich gleich nochmal gucken, wie ich das am besten mache. Auf jeden Fall wird das hier rüber nochmal hier rüber gezogen und wird auch nochmal distressed. Dann kann man nämlich hier hinter noch was schieben, dort was reinsetzen. Das habe ich mir so überlegt. Auf jeden Fall diese Sternchen, weg waren bei den Mustern, diese Sternchen, die habe ich noch nirgends. Das heißt, die haben noch keine Wiederholung und dementsprechend werde ich hier gleich noch in die beiden Cover ein bisschen Sternchen-Stencil machen. Und das reicht dann da tatsächlich, wenn das so angedeutet ist. So, ich schau mal, wie lang mein Video schon ist. Ja, wir sind bei 10 Minuten. Das ist ja Killefitz. Und ich werde jetzt einmal dieses Bellyband hier ein bisschen zuschneiden. Und ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe meinen Kleber noch nicht zugemacht, weil ich ihn gleich wieder brauche. Faul geht die Welt zugrunde. Und ja, auch das hier ist jetzt ja die faule Variante. Anstatt das wirklich richtig fein und senkrecht zu machen, verlasse ich mich jetzt auf meine Scherenkraft. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, muss ich mir ein neues Papier holen. Hier läuft es ganz gut. Mal so. Oben anleg. Kann ich den Winkel hier noch ein ganz bisschen anders ziehen. So. Also hier oben sieht es echt gut aus. So kann es bleiben. Und hier unten wird es ein bisschen gerade. So, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Das Schöne ist, wenn man es ein bisschen distressed und das, was ich jetzt hier drumherum habe, ist ja auch distressed. Damit kann man auch so kleine Sachen ausgleichen. Das heißt, ihr seht, ich bin jetzt hier nicht perfekt in der Ecke. Hier unten kippt mir diese Ecke so ein bisschen ab. Das heißt, ich korrigiere jetzt hier einen kleinen Schnitt. Das sieht ganz gut aus. So, und wenn ich diese Kanten jetzt hier schön distresse, dann sieht man überhaupt nicht, dass sie nicht perfekt winklig von irgendeinem mit einem Lineal fabriziert worden sind. Und schwupps. So, das sieht eigentlich tatsächlich jetzt so aus, als würden wir aufs Finale zusteuern, weil so mega viel wollte ich in diesem Album gar nicht noch machen. Zwischendurch mal auf die Uhr schauen, weil ich nämlich gleich noch raus auf den Reitplatz gehen darf.
wunderschönes Wetter, dann macht das natürlich Spaß. Ein bisschen Reitunterricht am Morgen. Allerdings, wenn einen so die Bastelwut packt, ist es tatsächlich schwierig, sich dann loszureißen. Na gut. Job ist Job. So, jetzt schnappe ich mir direkt meinen Kleber. Ein bisschen viel Kleber genommen. Wenn man ein bisschen viel nimmt, dann tupfe ich das so drauf und hole mir das gleich auf die anderen Kanten auch noch. Ich will nämlich nicht so drüber schmieren, weil sonst sehe ich nämlich die, die Kleberspur, wie so eine kleine Schneckenspur da. Wenn der ganze Rest nämlich stumpfes Papier ist und der Kleber halt ein bisschen glänzend trocknet, ist das tatsächlich wie eine kleine Schneckenspur. Mag schräg. Das soll ja auch was halten. Ne? Also ich stelle mir mal vor, da packt jemand irgendwie eine Postkarte rein oder zwei, drei Postkarten. Dann möchte das auch gerne vernünftig halten. Auch wenn das ein bisschen geärgert wird. Da muss ich sagen, geht doch schlechter, ne? Für Freihand. So, wenn man da so ein bisschen hergesaut hat, kann man da tatsächlich auch noch mit dem Finger-Tool rubbel, das wieder ein bisschen weg. So, jetzt haben wir hier ein Bellyband. So, jetzt messen wir mal aus, wie weit wir hier wo arbeiten wollen. Ich muss natürlich mit der obersten Tasche anfangen, klarer Fall, sonst kann man die untere nicht benutzen. Na, jetzt lasse ich die jetzt erstmal so liegen. Und hole mir hier erstmal die Obertasche dran. Auch hier wieder beherztes Drumherumkleben. Beherztes Drumherumkleben, damit das, was da reingesteckt wird, und das können jetzt natürlich nur Kleinigkeiten sein, vielleicht Briefe oder, weiß ich nicht, vielleicht ein Rezept, was man von irgendwem gekriegt hat. Oder weiß der Teufel. Tags, immer super beliebt für solche Taschen, klar. Im Junk Journal Umfeld sowieso. Da machen Tags auch total Sinn. Ich muss mir irgendwie meine Pinselablage. So, wieder zwei tun. Also, ich möchte gerne die so draufsetzen. Ich fange jetzt hier an. Wichtig ist jetzt, das einfach wirklich mal waagerecht bzw. senkrecht zu dieser Kante zu setzen. Und da ist es auch nicht ganz so wichtig, ob es mehr innen, mehr außen ist. Natürlich mittig ist ganz schön. Klappt das nicht ganz, sollte es aber wenigstens über alle Taschen gleich sein. So, und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich jeweils mal die unteren beiden Sternchen überdecke. Muss ich gar nicht, ich kann sogar weiter runtergehen. Zweieinhalb. Ah, nicht ganz, aber so in dem Dreh. So, und hier ist wieder Captain Augenmaß gefragt. Natürlich, ihr könnt messen. Macht das. Manchmal messe ich auch. Also, wenn es sich hier um so Slider-Cards und sowas handelt. Die Dinger, die funktionieren einfach nicht, wenn man schlecht misst oder nicht misst. Aber wenn man jetzt hier irgendwie, sagen wir mal, so eine Tasche frei aufklebt, da entscheidet das Augenmaß. Vor allen Dingen ist das Ding ja auch, dadurch, dass die Taschen nicht gleichzeitig besternt sind, sondern ungleichmäßig besternt oder nicht ganz gleich, sagen wir mal so, sind nahezu symmetrisch, aber nicht ganz. Dadurch ist es eh so, dass es optisch anders wirkt, als wenn man es jetzt gemessen hätte. Also optisch hat es eine andere Mitte oder eine andere Symmetrie, als es wirklich in einer gemessenen Welt so wäre. Also es gibt jetzt hier noch den Trick, die Taschen unten offen zu lassen, dass man von oben nach unten durchstecken kann. Finde ich aber persönlich nicht so schön. Das heißt, hieße dann in dem Moment, dass man das, was man oben reinschiebt, total bis nach unten durchziehen könnte. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so längere Briefe hat oder so. Aber dafür ist das Bellyband auf der letzten Seite da.
Da mache ich mir jetzt hier keinen Stress mit. So. Bisschen viel Kleber genommen. Könnte ein bisschen weniger sein. So, jetzt die letzte Kante. Zack, drüber geschmiert. Shit happens. Augenintegral. Läuft. Gefällt mir total gut. So, und solange das hier noch so schön vor sich hin liegt und so fröhlich und gerade ist, nehme ich hier meinen Stempel. Ich werde diesen Stempel zurückdatieren auf das Geburtsdatum meiner Cousine. Die hat nämlich letzte Woche Geburtstag. Ich habe es allerdings nicht rechtzeitig geschafft, dieses Herzchen hier fertigzustellen. So. Also dieser Stempel sagt Self-Made on 7. Juli. Jetzt zögere ich gerade etwas, weil ich mir hier meine Nummer noch schwarz gefärbt habe. Die möchte ich nicht mitstempeln. Also das ist eigentlich nur die Zählung des Stempels. Welche Stempelstufe ist das? Das ist Stufe 12, das interessiert ungefähr keinen. So, sehr schön, sehr fein. Stempel wieder sauber gemacht, Stempel zur Seite. Ich weiß nicht, wie ihr eure Stempel sauber macht. Ich mache das so, kann man leidlich abtupfen. Ich habe auch ein Stempelreinigungskissen-Tüdel-Dingens. Das benutze ich noch nicht so oft. Ich habe hier auch wunderschön selbstgemachten Stempelreiniger. Da habe ich auch ein super Tutorial gefunden und das nachgemacht. Das funktioniert einwandfrei. Man muss ihn nur benutzen. So, einmal kurz überlegt. Ich glaube, so Thema Klebstoff ist jetzt vorerst durch. Dementsprechend rette ich meinen Pinsel. Schließe in meiner Kleberdose. Habe jetzt das süße Buch. Cover nahezu fertig. Hier wollte ich noch ein bisschen stenzeln. Das wäre jetzt der nächste Streich. Buch gehen wir zur Seite. Einmal kurz gefühlt, ob hier irgendwas klebt. Nö. Das ist nämlich wichtig, weil sonst schmiert man sich auch gleich direkt das Cover an. Jetzt haben wir hier nämlich diese wunderschöne Stenzel-Schablone. Und hier drin habe ich tatsächlich nur Blau genommen. Gucken, ob ich mit diesem Blau, was da so ein leichtes Graublau ist, ich da so hinkomme. Und ich will da nur so ein paar Sterne andeuten. Also ich will jetzt hier nicht einen riesen Sternenarsenal irgendwie hinbeamen, sondern möchte einfach nur so ein paar angehauchte Sternchen hier haben. So. Unten irgendwie ähnlich. So, hier unten. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ihr das sehen könnt, aber auf jeden Fall zeige ich es euch gleich. So, also so habe ich mir das vorgestellt. Das gefällt mir ganz gut. Das ist angedeutet, das Muster wiederholt sich, ohne dass das mega aufdringlich ist. Ja, hier werde ich es tatsächlich mal in die Mitte setzen. Blick aus dem Fenster, ob schon Reitersleute da sind. So, ich versuche mal ein, zwei Sterne so ein bisschen kräftiger zu machen. Den Rest so angedeutet. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt werde ich hier oben wieder welche in die Ecke setzen. Mal hier ein paar kräftiger, jetzt werden wir hier ein bisschen lascher.
ganz lasch noch gehaucht. So, großartig, ich freue mich. Jetzt habe ich hier ein bisschen Kleber drauf gemanscht. Ja. Ich nachher mit einem Gummiradierer wieder weg. So. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir hier unsere Cover für die Innenseite. Wir haben das Außencover. Ich muss das so rumsortieren, weil sonst kriege ich eine Krise hier mit diesem Bellyband, wenn es die gleiche Farbe hat. Das heißt, ich werde das so rum machen. Und jetzt geht's an die Bindung. Huhu. An die Bindung heißt auch, ich brauche meinen Inhalt. Hier haben wir die beiden Signaturen. Hier haben wir vier vorbereitete Strippen. Jetzt muss natürlich erstmal jede Signatur wieder zusammen. Hier ist das Richtige getroffen. Sieht gut aus. Also ich habe durch die Löcher geschaut. Und auch hier. Ja, perfekt. Ich muss mich mal selber loben. Ich habe ziemlich gut gelocht. So, jetzt ist die einfachste Variante ist tatsächlich, man kommt von außen. Und ja, holt sich erstmal die Bänder durch. Zielwasser habe ich heute Morgen noch nicht getrunken. Ich habe die Bänder extra ein bisschen länger gelassen, falls sie so auffransen, wie sie es jetzt tun. Dann einmal diesen Schnipsel hier zu kürzen, weil sonst nervt das gleich total beim Fädeln. Was auch eine echt gute Variante ist, schnappt euch ein bisschen Kleber und klebt die Spitze ein bisschen an, lasst trocknen. Dann kommt die überall durch. Das ist so. Kleiner Trick unter Freunden. Wenn das hier so mega auffusselt und man kriegt es nicht ab, entweder nochmal kurz die Spitze abknipsen oder ein bisschen Kleber dran. Kleber ist natürlich dann auch eine schicke Variante für die Seiten. So, jetzt habe ich ein Band, zweites Band gerade ziehen. Hier achte ich dann auch mal drauf, dass der gleiche Faden oben und unten liegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier von oben links nach unten rechts als erstes gehe, mache ich das unten nämlich genauso. Dass ich auch hier, sag ich mal, das gleiche gekreuzt habe. So, jetzt ist bei dieser Geschichte hier wichtig, ihr habt zwei unterschiedliche Teile für rechts und links. Das heißt, die beiden hängen zusammen und die beiden hier hängen zusammen. Ja, ihr seht das, die beiden und die beiden. Schwupps. Heißt auch für eure Signatur nicht gleich festziehen, weil sonst zieht ihr euch den Faden. Einmal check, ob die ähnlich lang sind. Jetzt wird sowieso noch ein Stückchen abgeschnitten. Sind ähnlich lang. So, jetzt schnappe ich mir Signatur Nummer 1. Du solltest nach vorne. Ich fange meistens mit hinten an und klappe mir das dann um. So. Nun wird die Fummelei ein neues Maß erreichen. Bei den Fäden ist das schön, wenn man die drehen kann. Und zwar in Fahrtrichtung, also so wie sie selber auch zusammengekordelt sind. Nicht dagegen, weil sonst fächert er auf. So, jetzt habe ich jetzt meine ersten beiden. Die halte ich jetzt erstmal nur fest, damit ich hier noch möglichst beweglich bin. Ich habe hier und da ein bisschen mit Gilding Wax rumgesaut. Nun ja. Handwerk. Und beim letzten trickst du es mich wieder aus. Immer ein bisschen mehr Faden lassen, als man wirklich braucht. Macht total Sinn. So, jetzt mach das erstmal vorsichtig und
knote es erstmal nicht richtig fest, sondern mache ein kleines Schleifchen, damit es erstmal dort hängen bleibt. Na, weil wie viel oder wie wenig Faden ich auf der anderen Seite brauche, erstmal sind sie gleich, aber es kann sein, dass man im Laufe des Fädelprozesses doch ein bisschen mehr braucht. Und dann kann man sich die Lappen nehmen. So, jetzt. Das jetzt so zu drehen, dass ihr es wirklich gut sehen könnt, ist tatsächlich eine Herausforderung. Das dann auch wirklich reinzukriegen, ist die nächste Herausforderung. So. Next try. Komm schon, verlass mich nicht. So. Fummel, Fummel, der dritte Faden. Jetzt fehlt nämlich noch der vierte. Und ihr seht, mit wachsender Konzentration ist das Sprachzentrum etwas in Mitleidenschaft gezogen. So. Jetzt nehme ich mir ja tatsächlich die Freiheit, das schon recht fest zu machen. Kann natürlich dann mit der Gegenseite, also mit der anderen Signatur, da ein bisschen mehr ziehen. Ich versuche es möglichst nah ranzuholen. Habe ich jetzt irgendwas aufgeknotet? Nein. Also richtig fest kriegt man das dann erst über die Signatur gegenüber. So. Die hier hängt natürlich noch ein bisschen locker flockig durch die Gegend. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Die ziehen wir uns jetzt ran. Und zwar auch mit beiden. So, das heißt auch, dass es jetzt wird es erst richtig fest. Ja, und entweder holt ihr euch hier einen weiteren Menschen mit einem weiteren Finger. Oder ihr seid so geschickt, dass ihr das unter dem eigenen Finger festziehen könnt. Auch so eine Übungsfrage, muss ich tatsächlich sagen. Ging nicht immer. Schon mal fein, wenn man Daumen und Zeigefinger noch gut benutzen kann. So, jetzt haben wir hier erstmal die Rohfassung unseres Buches. Jetzt muss ich eine kleine Pause machen, weil mein Typ verlangt wird da draußen. Und dann komme ich gleich zu euch wieder zurück und wir machen hier die letzten Feinarbeiten. Was noch zu tun ist, wir haben noch ein Lesezeichen, wir haben noch zum Beispiel Postkarten, die da reingehören. Und ja, wie gesagt, Feinarbeiten sind Feinarbeiten. Hier stelle ich jetzt erstmal ein bisschen Kleber drauf, dass ich das Ganze setzen kann. Ich sag jetzt mal bis gleich. So, da bin ich wieder. Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass das Video schon über eine Stunde lang ist. Oh mein Gott. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Und zwar ist das Buch schon echt schick. Ich habe echt überlegt, ob ich hier noch irgendwie was drauf mache, aber so was Rundes da anzuschmiegen. Nee, ich habe mich dagegen entschieden. So, wir haben das Label Beweisstück. Es kann natürlich die neue Besitzerin sich hier ja was überlegen, ne? Also was man da reinmacht, da könnte halt auch der Name vom Kind rein oder Familie.
Das darf alles rein. So, wir haben die Signaturen, wir haben die auch ordentlich festgezurrt. Was ich jetzt hier mache, man kann hier an jedem Tüdel noch was dranhängen. Jetzt kommt hier mein persönliches Aber. Das ist ein ziemlich dickes Jutestück. Und mit diesem ziemlich dicken Jutestück da was dran zu hängen, das macht nicht so viel Spaß. Das steht dann ab und ist dann im Weg irgendwie. Dementsprechend werde ich da nichts dran anbamseln. Weil wir machen uns ja noch ein Lesezeichen. Das wird hier auch wirklich unsere letzte Amtshandlung für dieses Journal sein. Bevor ich euch dann nach dem sechsten Teil dieses Videos oder dieser Videoreihe entlasse. Für alle, die hier durchgehalten haben, Hut ab. War eine lange Nummer. Und ja, vielleicht hat es euch ja Spaß gemacht, mir hier komplett real-time beim Basteln zuzusehen. So, hier haben wir noch die Öse. Hier haben wir noch eine Strippe. Und zwar habe ich jetzt diesmal ja so ein Zwirn. Nein, das ist sogar ein bisschen dicker als Zwirn genommen. Und was möchte ich jetzt tun? Ich möchte jetzt, sag ich mal, die Buchlänge nehme ich jetzt einfach mal 2. Da haut mir doch gerade die Rolle ab. Das war jetzt nicht der Plan. Buchlänge, Buch, schmeiß weg. Buchlänge mal 2. Schwuppdiwupp. Zwirn zur Seite. Und durch damit. So, wenn ihr jetzt seht, dass die Signaturen so ein bisschen aufklaffen, ja, natürlich kann man das auch enger machen. Kann man tun. Man kann so viel. Enger machen heißt, man könnte sie näher zusammensetzen, die Signaturen. Man könnte sie allerdings auch, sag ich mal, vorher mit einem Bone Folder, ja, mit so einem Gerät richtig streichen, dass sie, sag mal, besser geknickt sind. Das geht auch. Ich wollte jetzt nicht so in diese Form zwingen, deswegen werde ich mich jetzt einfach darauf beschränken, nochmal was draufzustellen auf das Buch. Man kann das ganze Buch noch bewegen. Das ist das Gute. Also man könnte jetzt nämlich auch hier, deswegen will ich ja auch nichts drauf machen, ne? Wenn ich jetzt hier was Metalliges drauf mache, also so ein, so ein Filigree, und ich quetsche den Buchrücken noch so ein bisschen, dann ist die Gefahr, dass das abgeht, recht groß. So, ich habe mir jetzt hier 2 kleine Ohrringe geschnappt und stelle fest, eigentlich brauche ich die gar nicht. Weil ich nämlich hier im Anker die Öse habe und eigentlich die viel besser knoten kann, als das mit so einem Ohrring zu machen oder mit so einem Biegering. So. Jetzt ist die Frage, wie tief will man die Sachen hängen haben. Aus dem Buch raushängen, das ist so eine Philosophiefrage. Oder im Buch drinnen haben. Wir werden sehen. Nein, also ich möchte den Anker diesmal nicht draußen hängen haben. Dadurch, dass der so schön flach ist, darf er das Buch einfach so mal von innen bereichern. Wenn ich jetzt so was Dickes habe, also wirklich richtig Perlen oder so, die lasse ich oft unten raushängen und habe dann einfach das Lesezeichen einmal durch und dann liegen die Perlen quasi neben dem Buch. Oder das Ende des Lesezeichens liegt daneben dem Buch. Was ich auch total hübsch finde. Und jetzt bei diesem Ankerchen, der ist so schön flach, der liegt wunderbar in den Buchseiten. So, und jetzt habe ich hier noch diesen kleinen süßen Engelsflügel, den werde ich kürzer machen. Kürzer als, kürzer binden als den Anker. Machen wir 2 unterschiedlich lange Lesezeichen. Ups und Knips. So, diese beiden Schatzis hänge ich jetzt einfach hier in die Mitten rein. Wo sie denn im Endeffekt ihren Job machen, das darf der oder die Nutzerin dann entscheiden. So. Das heißt, diese Biegeringe dürfen wieder in die Verpackung wandern.
Einmal alles soll ein bisschen zur Seite geschoben. Das, liebe Leute, ist das fertige Junk Journal Notizbuch. Notizbuch mit Unterstrich, weil es weniger Junk als Notiz ist. Wir haben es geschafft, das Cover hier richtig schön einzuschlemmen. Wir haben ein Altered Book genommen und das mehrfach bearbeitet, damit es diese Struktur bekommt. Es ist wirklich widerstandsfähig. Mit dem kleinen Filigree oben drauf, mit den Kanten. Wir haben das Innencover gestaltet, die Innenseite. Hier werde ich mir noch irgendwas Kleines Persönliches ausdenken, was da reinkommt. Da nehme ich euch allerdings nicht mit, weil das ist dann ein persönliches Familiending. So, man muss auch mal ein bisschen Privatsphäre behalten. Wir haben die Cover der Signaturen gestaltet. Man kann hier schön durchblättern. Und die Signatureninhalte bestehen aus ordentlichem festem Papier, so 120 Gramm Papier hier genommen. Hier sind noch Plätze zum was parken. Bilder, Fotos, Postkarten, was auch immer. Und damit ist dieses Buch nun fertig. Ich habe mich gegen ein Dingeldangel entschieden, weil das passt in diese Familie nicht. So, ansonsten liebe ich Dingeldangel und habe super viel Material. Freue mich drauf, das zu nutzen. Dieses Buch ist jetzt, so wie es ist, fertig. Und ich freue mich jetzt riesig drauf, es zu verpacken, eine kleine Karte dazu zu schreiben, noch ein paar persönliche Sachen reinzuzaubern und es dann ja, auf die Reise zu der neuen Besitzerfamilie zu schicken. Und ich bin wirklich gespannt, wie es ankommt. So, damit entlasse ich euch aus dieser sechsteiligen Serie, einer sechsteiligen Reihe zu diesem Notizbuch. Wer jetzt noch glaubt, das ist ja mal eben gemacht und das kann man ja mal eben 20 Euro verkaufen, ne? Also denke ich jetzt an alle die ihr Journals bei Etsy für kleines Geld verkaufen. Hey, Leute, ihr seid mehr wert. Eure Arbeit ist mehr wert, eure Zeit ist mehr wert, eure Kunst ist viel, viel mehr wert. Denkt mal drüber nach. Das ist nichts, was man irgendwie bei Teddy auf dem Krabbeltisch bekommt. Das ist einzigartig und ich würde es nicht schaffen, genau das gleiche Journal nochmal zu machen. Es würde immer anders sein, weil es einfach Handwerkskunst ist. Und es ist vielleicht nicht die höchste Handwerkskunst, aber es ist Handwerkskunst. Es hat riesig Spaß gemacht, das zu basteln. Es hat auch Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, euch 4-5 Stunden einen Knopf an die Backe zu labern. Erzählt mir mal, wie ihr es fandet. Und ob ihr das, was ich euch erzählt hab, auch interessant fandet. Oder ob ja ich mal auf spezielle Themen eingehen soll. Whatever. Ich bin total gespannt auf eure Meinung. So, nun wünsche ich euch erstmal eine wunderbare Bastelzeit. Habt ganz viel Spaß, seid kreativ. Falls ihr irgendwas nachbastelt oder ähnliches, hey, dann schickt mir gerne mal ein Bild. Total cool. Ja, wie üblich der Text, ne? Abonniert meinen Kanal, schickt mir Kommentare, gebt mir ein Like. Freude, Freude. Und damit sage ich jetzt bis demnächst in diesem Kino.